Hallo Leute und herzlich willkommen bei Dark Souls 2, die finale Version, heute am 14. März 2014 erschienen und ich hätte schon 6 Stunden lang spielen können, doch die Deutsche Post bzw. Amazon sind dumm. Deswegen habe ich mir das Spiel jetzt noch, ich habe es mir eigentlich zweimal gekauft heute, ja. Am 10. März über Amazon, was heute nicht angekommen ist am Release-Tag und jetzt im PSN, because I'm crazy as shit. Aber ich will es unbedingt spielen. So. Was für ein Tag. Ich hätte schon längst spielen können, aber das Spiel kommt einfach nicht, ja? Schicke ich am Montag zurück zu Amazon mit dem großen Mittelfinger. Ja. Das Spiel ist 5,1 GB groß, wenn ihr es euch über den PSN, übers PSN kauft. Dauert schweinslange zum Installieren, ich glaube fast 10 Minuten und wenn ihr es dann endlich starten wollt, voller Erwartung und euch dann denkt, yes, ich kann spielen, nö, kommt der erste Mittelfinger Day One Patch auf Version 1.01 mit 126 Megabyte. Awesome, oder? Jetzt wisst ihr, was ich durchgemacht habe. Tja, wir erstellen einen neuen Helden, ganz klar. Doch zuerst müssen wir beim normalen Dark Souls die ganzen Dinge einstellen. Ich regle jetzt einfach mal den Sound ein bisschen weiter nach oben. So, das müsste eigentlich ganz gut sein. Musik ist schon mal awesome. Noch drei erfreuliche Nachrichten, wenn ihr PlayStation Plus Member seid. Ihr könnt euch diesen Monat im PlayStation Plus Tomb Raider, Brothers, A Tales of Two Sons und Bioshock Infinite runterladen. Intro. In a dream, a murky, forgotten land. Shut up, Zocker. Shut up. A place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded the symbol of the curse, an augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Thank you.
drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. Klingt doch schon mal ganz vielversprechend, oder, liebe Leute? Was meint ihr? Darf ich gar keinen Charakter erstellen? Zwischen was denn? Das wäre nett zu wissen. Was? Warum? Weshalb? Wieso? Ich bin überhaupt nix. Ich habe überhaupt nix. Ich will überhaupt nix. Ordnungsnor. Okay. Ich denke mal, ich muss einfach diesem Weg hier folgen. Hier kann ich laufen. Springen war jetzt auf dem linken Stick. Das habe ich ja im Stresstest total verpeilt. Wurde zwar in den Kommentaren gesagt, aber egal. Was haben wir denn hier? Haufenweise Knochen. Da vorne brennt Licht. Bin ich denn hier? Da kommen jetzt aber keine Feinde, oder? Ich habe nämlich nichts. Ich könnte mich zwar theoretisch wehren, aber das würde nichts bringen. Ui, da ist ein Loch. Oh, das war knapp. Okay, ich denke mal, ich muss hier zum Licht. Würde zumindest Sinn ergeben. Öffne mit X. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you will become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? Ah, das haben sie jetzt richtig ins Spiel integriert. Das ist ja sexy. Ist zwar jetzt nicht so, dass ich darauf stehe, alten Weibern meinen Namen zu sagen oder zu sagen, hey, das bin ich, aber hey, warum nicht? Tu uns einfach mal. Natürlich heißen wir Zagon, was denn sonst? Seid ihr euch eures Namens sicher? Ja, bin ich. At least you know your own name. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back, deep into your past.
Yes, it's an effigy of you. Das ist nett. Ah, wir dürfen jetzt Klasse und Gabe, Körper, Aussehen und erweiterte Einstellungen vornehmen. Klasse Krieger. Sieht ein bisschen komisch aus, das Outfit. Das hätten wir noch. Der Ritter. Ich hätte gern die Rüstung aus dem Stresstest. Die war nämlich super geil. Schwertkämpfer ist der neue Wanderer. Bandit, das ist der, wo nackig rumläuft. Kleriker ist der, ja. So der Pimp. Zauberer, Erkunder und Bettler. Wir nehmen natürlich den Ritter. So wie wir es bisher immer gemacht haben. Meine Gabe ist... Dieser alte Ring erhöht die TP leicht. Nee. Menschenbild. Ein vertraut wirkendes Abbild lässt Hüllen wieder leben. Ja, das ist diese Menschlichkeit. Heimatknochen, Reis... Was? Riesenbaumsamen. Nicht essbar. Asketenleuchtfeuer. Werft diesen ein Leuchtfeuer, um die Kraft des Feindes in eurer Nähe zu erhöhen. Versteinertes Etwas. Ein schlichter Steinklumpen, eventuell eines Tages hilfreich. Soll ich den Steinklumpen nehmen? Das wird so kryptisch, das ist bestimmt gut. Ich nehme den Steinklumpen. Kann ich da irgendwie wechseln? Nee, Einstellung abschließen wahrscheinlich. Ist das euer wahres Ich? Ja. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. All of them. Over and over again. Hört auf zu lachen, es ist nicht witzig. Schön, dass mir das Spiel versucht einzureden. Du wirst fehlschlagen, du wirst fehlschlagen, du bist schlecht. Ist ja schon mal gut am Anfang. Hallöchen, schöne Frau. This is a limbo. A link between Drangleic and the outer world. Fair traveler, I know that you must have a story. Why else would you visit such a place? This lost, decayed kingdom. Eine gute Frage. Aber bisher ist es schon ziemlich stimmig. Das ist eine riesige Kiste. Da will ich gucken, was da drin ist. Gegenstand aufnehmen. Menschenabbild. Was habe ich jetzt eigentlich alles dabei? Ich habe ein gerades Schwert und die Basisrüstung und 10 Lebenssteine. Okay. Ich habe sogar diese importierte Kapuze. Ablegen. Nee, ablegen will ich sie eigentlich nicht. Moment, hier ist der Ausrüstungsbildschirm. Ich muss erstmal gucken, wie ich hier dieses neue Inventar verwalte bzw. verbessere. Nee, was rede ich hier für einen Quatsch? Wie ich mich anziehe, das wollte ich eigentlich sagen. Oh, die Wolfi bin ich durch den Wind. Das sind die drei alten Weiber, die machen mich ganz, ganz wuschig, machen mich die. Ja, lach mich aus, komm. You must go on a journey without rest. Well, I suppose if you find yourself at an arm pass. But if your will is yet unbroken, then you may return here. To start again.
with a clean slate. Ist diese Dazwischenwelt so etwas wie der Nexus aus Demon's Souls? Quasi so eine Hub-Welt, in der man rumstreunern kann? Würde fast danach aussehen. Hier ist ein Stern und hier ist ein Leuchtfeuer. Natürlich gehe ich als allererstes ans Leuchtfeuer. Reisen dazwischen, mehr habe ich nicht. Zauber habe ich nicht, verbrennen auch nicht und Gegenstände brauche ich auch nicht. Da liegt noch was unter dem Karren. Seele eines verlorenen Untoten und eine Fackel. Kann ich die Fackel ausrüsten? Nee, die kann man am Bonfire entzünden, da war was. Moment, sind das Hilfesteine oder was ist das hier? Leuchtfeuer sind Orte der Rast. Ihr könnt daran auch Fackeln anzünden. Gegenstandskiste, die hat man jetzt sofort, so wie es aussieht. Und wie kann ich da jetzt eine Fackel anzünden? Verbrennen, Reisen, Zaubereinstimmung. Ah, ich muss da gar nicht rasten. So läuft das, okay. Dann begeben wir uns doch mal in die weite, weite Welt hier in Dark Souls 2. Sieht doch schon mal ganz interessant aus. Die kann ich anzünden. Ich hoffe, die brennen ewig und das sind Nebelwände. Ich habe ein bisschen Angst vor Nebelwänden. Ach, das ist so das Art Tutorial wahrscheinlich jetzt. Angriff mit der 1, da hat sich nichts geändert. Nee, gehen Sie weg von mir. Sie stinkender Zombie. Oder was immer sie sind. Yay, meine ersten 30 Seelen. Partytime. C-Fixer, ja, Steuerung hat sich eigentlich nichts geändert. Das ist immer noch gleich. Gut, dass der nicht trifft. Anders als über Dark Souls 1 und Demon's Souls können wir jetzt angegriffen werden, wenn wir mit etwas interagieren. Das ist nicht gerade gut. Könnt ihr euch ja vorstellen, warum. Man ist in Dark Souls 2 viel, viel verwundbarer als wie im ersten Teil. Und man kann jetzt immer inversiert werden, egal ob in menschlicher Form oder in Höhlenform. Was zum Teufel bist du? Und was grunzt da so komisch? Ach, er hier. Ja, Backstep! Oder Pseudo-Backstep. Kann ich da runter? Das ist der andere Weg, da bin ich jetzt nicht lang gegangen. Aber das Vieh sieht ein bisschen krass stark aus da unten, da will ich noch gar nicht hin. Ah, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Das war definitiv der richtige Weg, hier gibt es nämlich Loot. Loot, ein Dolch, pff, will ich ihn damit. Okay, Rollen geht immer noch, wie sonst auch. Bisher ist es ziemlich einfach, da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Das wird ein Klacks, wird das. Ich werde nicht einmal sterben in dem Spiel. Zack und tot. Waffe wechseln ist auch noch klar, das hat sich auch nicht geändert. Seltsames Bäumchen. Mein Charakter läuft ein bisschen komisch, als hätte Hexenschuss. Schritt zurück, ja, das ist auch noch klar. Und dann kommt die nächste Nebelwand. Au, ich wurde getroffen. Lebenstein, somit habe ich 11. Gegenstand benutzen mit Quadrat, das ist auch noch klar. Jetzt ist hier aber die nächste Nebelwand. Hier will ich eigentlich gar nicht durch. Aber liebe Leute, wie es weitergeht bei Dark Souls 2, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bleibt wundervoll, bleibt sexy, ich bin der Zarkon, stay tuned and so long.